Seid gegrüßt, Freunde des Universums. Es gibt wieder Neuigkeiten zu berichten. Und zwar gibt es ein neu veröffentlichtes UFO-Video von niemand weiterem als dem US-Verteidigungsministerium. In Zusammenarbeit mit Mr. Tom DeLonge. Mr. Tom DeLonge ist ein mittlerweile bekannter Ufologe, damals bekannt als Sänger und Songwriter der Band Blink-182, heute nur noch als dubioser Ufologe tätig. Seine Äußerungen in der jüngsten Vergangenheit lassen darauf schließen, dass er eine Art Pakt oder Kooperation mit der US-Regierung hat und wahrscheinlich durch einige Verträge festgelegt wurde, was er der Öffentlichkeit preisgeben darf und was nicht. Somit wurde mit Kooperation des US-Verteidigungsministeriums dieses Video veröffentlicht, welches den Funkverkehr zwischen einem Abfangjäger des US-Militärs und der Bodenstation verfolgt. Dieser Abfangjäger verfolgt anscheinend ein unidentifiziertes Flugobjekt, welches sehr schnell Richtung Westen gegen den Wind unterwegs ist und von keinem der beiden identifiziert werden kann. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. The whole thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. It is an LNS, dude. Well, if there's like a... Look at that thing. It's rotating. Das Video erschien zeitgleich auf der Seite der New York Times, ebenfalls mit einem Artikel, welches die mysteriösen UFO-Aufklärungsprogramme des US-Verteidigungsministeriums beschreibt. Der Link findet sich in der Beschreibung. Ich frage mich an der Stelle sehr stark, warum dieses Video ausgerechnet jetzt herausgegeben wird, da es bereits mehrere Jahre alt ist und offensichtlich nichts geklärt werden kann, was dort gesehen wurde. Ferner unterhalten sich die Piloten auch noch darüber, dass dies bloß ein Objekt einer ganzen Flotte zu sein scheint. Es bewegt sich unglaublich schnell und hat keine Zeichen von irgendeinem Antrieb, wie wir ihn kennen, kein Schweif, keine Abgase. Zudem fängt es auch noch an, sich zu drehen. Und den Piloten völlig verwirrt. Da sehr unklar ist, was zu sehen ist und auch nicht geklärt wird, was es ist, bleibt beim Zuschauer natürlich eine gewisse Angst zurück. Worauf ich wieder schließen würde, dass dies Teil des Plans ist, um eine gewisse Angst in uns zu schaffen gegenüber unbekannten Flugobjekten. Das könnte ein Teil des Plans sein, eine diktatorische Weltregierung zu schaffen. Tom DeLonge hat bereits angekündigt, dass dies nur ein Video von mehreren, die in naher Zukunft veröffentlicht werden, sei. Und ich prophezeie mal, dass diese Videos ähnlicher Natur sein werden und zwar eindeutiges Footage präsentiert wird, allerdings auf keine der Veröffentlichungen näher eingegangen wird. Dadurch wird ein Mysterium geschaffen und etwas, wovor wir uns fürchten können und wahrscheinlich auch sollen, damit wenn ein Alien-Angriff, eine Alien-Invasion stattfindet, wir sofort in heillose Panik verfallen. Diese Invasion wird natürlich von Menschen gemacht sein und nicht von irgendwelchen Außerirdischen. Die US-Schattenregierung weiß genau, was sie tun. Dies ist ein psychologischer Trick, um uns zu manipulieren. Wir sollen nichts weiter als uns wundern und Angst vor diesen Aufnahmen bekommen, da wir offensichtlich nicht mal mit der neuesten Technik, die uns zur Verfügung steht, diese Objekte erklären können. Doch das ist eine Lüge. Diese Objekte sind schon längst erklärbar und auch reproduzierbar. Die US-Schattenregierung und auch andere Regierungen auf der Welt sind im Besitz von solchen Vehikeln und bauen sie sogar selbst. Wir sollen nichts davon wissen, da Antriebe solcher Art das Potenzial haben, unsere Weltwirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen und unser Weltbild komplett zu verändern. Helft mit, diese Botschaft zu verteilen, indem ihr dieses Video teilt. Wenn euch meine Arbeit gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir damit wirklich sehr helfen und es tut auch keinem weh. Seid vorsichtig da draußen, was euch präsentiert wird und glaubt nicht immer alles sofort, denn nichts ist, wie es scheint. Doch es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, denn du bist das Universum. Und wenn du bei dir anfängst und dies alle machen würden, dann wäre jedem geholfen. Peace.